Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Pokémon Ultramond zur offiziellen Nuzlocke von mir, eurem Solo. Willkommen zurück. In der ersten Folge haben wir unser Sparta-Pokémon erhalten und gegen Tali zum Schluss nochmal gefightet, gegen sein Pichu und seinen Robball und haben sie beide zerstört. Wir haben sie zerstört, wir haben sie auseinandergenommen. Bisher gab es noch nichts Grundlegendes, was Neues in diesem Spiel, aber ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und gehen direkt hier weiter nach draußen, denn wir haben ja noch so einiges vor uns. Denn wir sind ja noch relativ am Anfang. Wir haben ja in der ersten Folge noch nicht viel geschafft, denn Lilly muss uns ja immer noch zu dem Professor führen. Denn wir waren noch gar nicht bei ihm zu Hause. Denn dort bekommen wir auch erst unser Rotom-Pokédex-Update, wie in Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Zum Glück ist es derzeit relativ hell draußen. Ich finde das ziemlich nice, weil ich mag diese Dunkelheit in Pokémon nicht. Und ja, es hat mich abgefuckt bei Ultramond, als ich das so immer mittags rumgezockt habe. Deswegen nehme ich auch derzeit immer abends jetzt auf für die Parts, damit wir immer diese schöne Helligkeit hier im Hintergrund haben, damit es schön hell ist ein Ultramond oder stell einfach die Zeit rum. Das ist halt auch ein guter Plan. Also wenn ihr hier Helligkeit haben wollt in Ultrasonne oder Ultramond, könnt ihr auch die Zeit manipulieren auf euren 3DS. Dann funktioniert das ebenfalls. Und ja, somit könnt ihr immer zu einer Tageszeit spielen, die ihr gerade am liebsten haben wollt. Ja, also die erste Folge ist jetzt wahrscheinlich schon draußen, wenn die zweite Folge draußen ist. Ne? Aber ich nehme ja gerade, wie gesagt, im Voraus auf. Und ich bin gespannt, wie euer Feedback zu der ganzen Sache hier ist. Von der Grafik natürlich, also von den Farben her, ist das Spiel natürlich viel schöner als Sonne und Mond, muss ich selber sagen. Auch von dem Kampf... Design her, hat es auf jeden Fall ein kleines Update bekommen, aber jedoch storytechnisch wurde hier doch ein bisschen gemangelt, was am Anfang den ganzen Start hier betrifft. Es wurde jetzt nur geändert, dass man den Starter etwas schneller bekommt, was natürlich positiv ist, weil da hat man echt lange für gebraucht. Ich glaube 20, 30 Minuten haben wir da locker dran gesessen, bis man überhaupt das Starter-Pokémon bekommen hat in Sonne und Mond. Aber sonst gab es bisher noch nichts Neues und ich bin mal gespannt, was uns in diesem heutigen Part noch so alles erwarten wird. Und wie schon im letzten Part erwähnt, falls es euch gerade ein bisschen komisch vorkommt, warum ich den ganzen Text skippe, ich skippe die ganzen Texte, da sie nicht viel mit den Neuerungen in Ultrasonne und Ultramond zu tun haben, sondern eher genau wie die Story sind, wie bei Sonne und Mond. Ich werde halt nur die Texte stehen lassen und vorlesen, die relevant für Ultrasonne und Ultramond sind und nicht für Sonne und Mond. Also nur mal kurz als kleine Info nochmal hier vorne ab, ich werde das demnächst nicht mehr sagen. Ja, also ausgetrainiert habe ich nicht, weil braucht man eigentlich jetzt derzeit noch nicht. Wir haben noch kein einziges Pokémon gefangen, wir haben nur unser Starter-Pokémon bekommen. Deswegen werden wir unser erstes Pokémon wahrscheinlich bei der Schule bekommen. Dort gibt es, ja, das ist ziemlich geil, ein Zoroa zu finden im hohen Gras. Und wenn wir das da bekommen würden, das würde mich schon mega freuen. Also ein Unlicht-Pokémon wäre ziemlich cool. Vom Zoroa ist natürlich ein geiles Pokémon, allein durch, ich weiß gar nicht mehr, wie die Fähigkeit hieß. Auf jeden Fall, dass er sich halt verwandeln kann in das Pokémon, was an letzter Stelle in unserem Team ist. Ist natürlich schon eine coole Sache, somit kann man nämlich etliche KIs verarschen und auch im Online-Battle kann man gut Leute damit triggern. Ist natürlich jetzt nicht so eine hohe Chance, das im hohen Gras dort zu bekommen. Aber ich habe Hoffnung, dass wir es dort bekommen. Das wäre so ein Pokémon, was ich gerne im Team hätte. Und was ich gerne mit einplanen würde in unser Team. Weil es ist halt schon ein cooles Pokémon, so ein Zoroa. Und was echt jetzt, es gibt ein Rotom-Dex. Oh krass, ja. Rotom, ein Pokémon der 4. Generation, sollten wir eigentlich alle kennen. Wurde jetzt missbraucht, ja. Es ist eigentlich ein legendäres Pokémon. Für einen Pokédex. Und jetzt ist es der Rotom-Pokédex. Und ist so gesehen kein vollwertiges Kampf, also Pokémon, was im Kampf richtig eingesetzt wird. Sondern ist eher ein Pokémon, was in unserem Pokédex rumgammelt. Was ich ziemlich schade finde, weil Rotom ist ein Pokémon, was man halt allerlei einsetzen kann. Man kann es halt zum Beispiel als Trockner einsetzen. Als Gefrierer. Ich glaube, sogar einen Staubsauger gab es davon oder sowas. Nee, nicht so einen Garten. So ein hier. Rasenmäher gab es davon, genau. Also, Rotom hat etliche Formen, die relativ cool sind. Und der Rotom-Dex ist somit eigentlich die langweiligste Form. Weil es einfach ein fucking Pokédex ist. Und der hat natürlich auch einige neue Fähigkeiten jetzt bekommen. Zu denen wir aber erst später eingehen werden. So, also, er erklärt uns erstmal so, was wir alles so sehen können. Wir können auf der Karte natürlich hier alles erkennen. Der Rotom-Dex hört uns natürlich auch an, durch das Navigationssystem, wo wir als nächstes hin müssen. Was das natürlich alles ein bisschen vereinfacht hier. Und... später haben wir noch weitere Fähigkeiten, die den Rotom-Dex erweitern lassen können und die ihn, naja, ein bisschen wichtig machen für das Spielereignis. Aber dazu kommen wir dann, wie gesagt, erst später. Das dauert wahrscheinlich noch ein Part oder zwei, bis wir dazu kommen werden. Aber gut, Leute, ich weiß gar nicht, warum Tali jetzt auch noch gekommen ist. Ich glaube, der will auch seinen Pokédex absneaken. Und will, der will hier zu Lilly hoch, ne? Der will ins Loft von Lilly. Aber darf der Junge nicht, der Rüpel da darf das nicht, ne? Der wollte sich hier bei Lilly oben verstecken für die Nacht, ne? Naja, ja, der nächste Schritt wäre, glaube ich, sogar, zur Schule, ne? Zur Trainerschule zu gehen.
ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was sich da alles geändert hat, ne? Also, vielleicht hat sich da schon was geändert, Leute. Wer weiß. Ich sag dazu mal nichts, ne? Aber vorher gibt's, glaube ich, noch diese ganze Szene mit Lily beim Pokémon Center und alles. Also, wie gesagt, der Anfang streckt sich ziemlich, ziemlich lang. Und das ist mein erster Kritikpunkt an diesem Spiel. Und auch an Sonne und Mond. Der Anfang... Oh. Huch, was ist das denn? Die ganze Umgebung wird in Dunkelheit getaucht. Was? Es geht hier ab. Man sieht da unten am Rot und denkst, hier, wenn es hell wird, dann ist da so ein bisschen heller. Wenn es dunkel wird, ist da ein bisschen dunkler. Rot und denkst, okay, Robber, sag ich schon. Hier, ihr Cosmo hat Angst bekommen gerade. Was war das denn nur? Vielleicht finden wir das ja irgendwann heraus. Was ist gerade mit dieser komischen Sonnenfinsternis oder was es war auf sich hat? Es ist auf jeden Fall sehr komisch, dass für ein paar Sekunden einfach der Himmel schwarz wurde, beziehungsweise bewölkt wurde. Das war auf jeden Fall sehr komisch. Das kann ja eigentlich nur die Macht von einem Pokémon sein, beziehungsweise vielleicht sogar von einem legendären Pokémon, wer weiß. Was da so alles passiert da oben im Himmel. Ja, ich rede gerade über die Z-Kristalle, eigentlich auch relativ unnötig. Nicht viel mehr und viel weniger als im Originalspiel Pokémon Sonne und Mond. Und hier ist es dann jetzt auch so, dass wir mal wieder im hohen Gras ein neues Pokémon fangen dürfen. Denn hier ist die erste neue Route. Und hier gibt es ein Wingull. Okay, ein Wasserflug-Pokémon. Ich meine, an sich ist das kein gutes Pokémon, ja. Wir haben schon ein Flug-Pokémon, aber wir sollten es trotzdem mal mitnehmen. Ich werde es einfach mal mit dem nächsten Pokéball draufwerfen. Wir könnten Winkel, glaube ich, sogar einmal schwächen mit Blattwerk. Da das ja, wie gesagt, ein... Yo! Zwei Typen Flug hat, aber was zur Hölle? Ja, er geht einfach mal... Er ist nicht einmal gewackelt! Was zur Hölle? Was ist das? Was ist das? Okay, Blattwerk, komm. Das kann doch nicht sein. Superschall. Okay, jetzt macht er ernst, der Junge. Jetzt macht der Junge ernst. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir uns jetzt selber treffen, wären wir das ziemlich kacke. Dario, bleib dran. Oh, fuck. Okay, wir werfen nochmal einen Pokéball direkt. Oh shit, Leute. Das ist aber ziemlich kacke, ey. Eins. Du bist ein schwaches Wingull. Bleib doch einfach drin. Okay, es setzt Heuler ein. Also wir sind immer noch verwirrt, ist das Problem. Also es ist schon kritisch jetzt anzugreifen, weil er könnte dann gleich echt schon Harakiri machen, dann sind wir weg. Aber Aquaknarre bringt dir nicht so viel. Bitte triff wenigstens diesmal. Dankeschön. Wir sollten allgemein nicht viel Damage machen. Heißt, wir können sogar noch einmal mit Blattwerk reinhauen. Ich glaube, wir sollten jetzt eigentlich aus der Konfusion rauskommen. Ne, kommen wir nicht. Aber wir treffen nochmal mit Blattwerk, das ist okay. Und jetzt sollten wir erstmal auf Nummer sicher gehen, bevor wir jetzt noch einen Crit machen. Und mal einen Pokéball werfen. Kritischer Hase, Leute, kritischer Hase. Eins. Zwei. Drei. Alter, es bleibt immer noch nicht drin. Willst du mich verarschen? Du bist ein verdammtes Wingull. Du hast drin zu bleiben, wenn ich es dir sage, ja? Alter, was geht denn da ab? Können wir jetzt wenigstens aus der Konfusion rauskommen? Es ist einfach immer noch verwirrt. Es ist einfach immer noch verwirrt. Ich glaub's nicht, ey. Was für ein Pech haben wir denn gerade bei diesem Battle? Ich kann's nicht glauben. Das Ding will einfach nicht drinbleiben, erstens. Zweitens ist unsere Verwirrung immer noch drin. Alter, es geht schon wieder raus. Was ist denn das? Ich kann's gerade nicht fassen. Eigentlich bleiben die Teile, sag ich schon, die Pokémon am Anfang meistens immer beim ersten Ball direkt drin. Und das hält sich jetzt schon seit 4-5 Bällen. Relativ kritisch, ey. Das ist echt ekelhaft. Das gefällt mir gar nicht, Wingull. Eins. Zwei. Das. Verdammte Kacke, was ist mit dir falsch? Okay, also irgendwie gefällt mir das gerade gar nicht, wie das hier ausgeht. Ich werde noch einmal Blattwerk reinhauen. So viel Glück, wie ich jetzt habe, wird's ein Crit. Oder die Verwirrung, das kann ich auseinander. Ein Volltreffer, krass. Wir sind nicht mehr verwirrt, zumindest etwas Gutes, sag ich mal. Okay, er stirbt nicht. Das ist jetzt unser sechster Pokémon, den wir, glaube ich, sogar schon werfen. Deswegen bleibt doch bitte einmal drin. Wir haben dich jetzt auf den roten Balken runter gehauen. Das kann eigentlich gar nicht mal so schwer sein. Du solltest jetzt eigentlich doch drin bleiben. Dankeschön. Boah, klärt mein Lahmungsproblem bisher immer noch nicht. Deswegen, ich muss ein bisschen in die... Bisschen improvisieren hier, weil, wie gesagt, ich habe derzeit noch keine Namen von euch. Ist es ein Boy oder ist es ein Girl? Boah. Ist das ein Boy oder ist das ein Girl? Ich weiß es gerade nicht. Es ist ein Boy. Ja, eigentlich egal. Ist es egal. Warte mal. Ich will es trotzdem Misty nennen. Misty schreibt immer Kommentare und ist immer mit am Start. Deswegen
bist jetzt auch schon etwas länger am Start. Gönn dir auf jeden Fall das Wingull. Das bist du jetzt. Leider männlich, aber naja. Wie gesagt, falls ihr ein Pokémon sein wollt, schreibt immer gerne unten in die Kommentare rein, was für ein Typen es haben soll, was für ein Geschlecht es haben soll. Und dann natürlich noch euren Namen, wie das Pokémon dann auch heißen soll. Aber hier ist trotzdem ein Trainerkampf hier. Den wollen wir direkt mal mitnehmen. So. Erstmal unser Dario aufheilen und für den Fall der Fälle nochmal Misty aufheilen. Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Und dann direkt mal gegen den kleinen Boy hier unten kämpfen. Was hat der denn so am Start, ne? Das ist mal interessant. Wird das noch was mit unserem Kampf? Alter, was ist denn bei dem los, ey? Der übertreibt ja mal richtig hier. Richtig abgehoben, der Boy. Wir haben jetzt gefühlt 10 Minuten jetzt für den Anfang hier gebraucht, nur weil das Wingull nicht drin bleiben wollte. Ist klar. Krass, ist klar, Digga. Ist klar, ist klar. Ist das nicht Typ Fee? Ist das Pflanze? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich setze trotzdem einfach mal Schnabel ein, falls es doch vom Typen Pflanze ist. Wie gesagt, ich weiß es gerade nicht. Na, scheinbar nicht. Ich weiß aber auch nicht, was für ein Typen es haben könnte. Es könnte aber Typ Gift sein. Wie gesagt, ich bin gerade derzeit noch ein bisschen verwirrt, was Iskala nochmal für ein Typ ist. Wir können mal Blattwerk einsetzen. Okay, bringt aber auch nicht so viel. Oh, Klammer. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, um mich mal aufzuklären. Iskala ist ein Pokémon der 6. Gen, glaube ich noch. Also, ich glaube, X und Y war das. X und Y habe ich ja nicht so oft gesuchtet und die Typen, beziehungsweise der Typ Fee ist mir da auch nicht so krass hängen geblieben. Deswegen, puh. Ich habe keinen Plan, was das für ein Typ sein könnte. Es sind aber auch keine spezifischen Attacken ein, muss ich sagen. Eher so normale Attacken. Egal, Iskala müsste jetzt auf jeden Fall down sein. Und ich werde Wingull, glaube ich, noch nicht trainieren, weil der EP-Teiler kommt da jetzt mal zur Geltung. Und den werde ich dann erstmal nutzen, um Wingull mit zu trainieren, weil ich habe keinen Bock, jetzt Wingull mit hochzuziehen. So. Das hat nämlich keinen Bock, ein Wingull jetzt noch mit hochzuziehen. Das wird dann automatisch mit dem EP-Teiler gemacht. Und ja, dann bin ich damit erstmal zufrieden, wenn wir den haben. Aber dafür müssen wir erstmal die Schule hinter uns bringen, glaube ich. Oder kriegen wir das auch vor der Schule? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall möchte Lili jetzt erstmal mit uns ins Pokémon Center rein. Was ziemlich, ziemlich skurril ist, ne? Weil das Pokémon Center... Center! Brr. Sieht genauso aus wie in Sonne und Mond an sich. Also hat auch genau die gleichen Features. Den Supermarkt rechts daneben. Eigentlich sind da meistens noch ein weiterer Supermarkttyp, aber... Keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist. Wahrscheinlich ist der in der Stadt hier nicht vorhanden. Dann links diese Kaffeebar. Und in der Mitte halt das Pokémon Center. Bzw. die Pokémon-Schwester Joy, die uns die Pokémon hält. Heilt, genau. Heilt. Heilen tut sie. Heilen. Gut, die Schule. Boah, ich weiß doch, der eine Trainer ging mir mega auf den Piss. Das war der Trainer mit dem, Schleimer. Mit dem Alola Slimer war das. Ja, ja. Und ich habe keine Ahnung, ob der genauso hier auch in der Fassung vorkommt. Und, ey, was ist das? Ist das das Tau? Ja, das ist das Tauros von Hada, krass. Das kriegen wir ja als Feature für unser, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Teil. Auf jeden Fall haben wir, wenn wir Y drücken, so eine Anwendung, wo wir halt verschiedene Pokémon nutzen können für verschiedene Terrains. Und ja, die Trainerschule hat sich ein bisschen verändert. Hier sind noch ein paar rote und gelbe Pflanzen, so Blumen am Start, hier rechts auch noch. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also, wir gucken uns gleich mal diesen Stein da vorne an. So, der Trainer ist auf jeden Fall immer noch da am Start. Dafür müssen wir erstmal, glaube ich, wir müssen drei Trainer besiegen. Dann können wir gegen den mit seinem Alola Slimer im Pokémon Sonne und Mond spielen. Ich weiß nicht, was er jetzt hier hat. Auf jeden Fall kriegen wir den EP-Teiler. Das ist nice. Bei dieser Unterrichtsstunde halten sich manche deiner Gegner im Inneren und manche außerhalb des Schulgebäudes auf. Ja. Gut, das ist genauso eigentlich wie bei Pokémon Sonne und Mond. Vier Trainer, innerhalb und außerhalb. Einer war rechts außen, einer war links außen, das weiß ich noch. Fleißig lernen, das macht Spaß. Schüler gibt sofort richtig Gas. Was zur Hölle? Versuchen die hier in Reimen richtig abzuturnen oder was? Egal, Trank gegettet und jetzt geht's direkt rein in den ersten Fight an dieser Schule. Gegen diese kleine Göre mit ihren Badmintonschläger. Ist das, glaube ich, das ist kein Tennisschläger. Das ist ein Badmintonschläger, glaube ich. Ich bin gespannt, was die so... Oder was ist das? Das ist aber auch kein Badminton-Schläger, sieht irgendwie sehr komisch aus. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Sie hat auf jeden Fall ein Mobile. Ich glaube, wir setzen einfach mal Blattwerk gegen ein. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Wir machen einfach mal. So. Ja, Hälfte der Damage ist schon mal gut. Und was ist das? Tuchtränen? Ach Gott. Ich fall bei... Okay, Dario fällt vielleicht bei sowas rein, aber ich fall bei sowas nicht rein. Tuchtränen. Die gehen bei mir nicht, ja? No-go. Darauf falle ich nicht rein. So, Mobile ist auf jeden Fall down. Das war's dann, glaube ich, für den ersten Trainer. Ne? Ja, Julia ist down.
Und der EP-Training haben wir gerade eben schon bekommen. Ziemlich geil. Das heißt, wir können ja durch die ganzen Trainer auch noch trainieren. Genau. Bevor wir jetzt hier weitermachen mit dem Trainieren hier durch die Trainer. Wir haben ja noch ein Pokémon, was wir fangen dürfen. Und hier geht es, wie gesagt, auf der Route Zoroa. No joke, hier gibt es Zoroa. Wenn wir Glück haben, bekommen wir es jetzt sofort. Wenn nicht, dann kriegen wir was anderes. Also bitte, gebt mir als... Ey, ohne Spaß, gebt mir bitte ein Zoroa. Wenn ihr ein Zoroa rauskommt, dann... Ich küsse eure Füße, ja? Nein, das ist eine Lulamauzi. Scheiße. Ich dachte, wir kriegen ein nice Zoroa raus, aber es ist nur ein Alola Mauzi. Schade. Aber gut, ich muss das nehmen, was es gibt, ne? Also, es ist ja jetzt nichts Schlechtes. Wobei Zoroa natürlich viel geiler gewesen wäre, okay. Puh, ich will aber jetzt nicht nochmal draufhauen. So, Alola... Ich wollte schon Zubat sagen. Alola Mauzi ist ja jetzt von Typen Unlicht, soweit ich das weiß, ne? Und genauso wie Radikal und Radfratz sind beide Entwicklungsstufen, also Mauzi und aus Nobilikat Alola-Form geworden. Und ja, ich hatte, glaube ich, mit Alola Mauzi noch gar nicht gespielt bisher. Also deswegen, auskennen tue ich mich mit Alola Mauzi noch nicht so gut. Muss ich mal schauen, wie sich das Ding spielen lässt. Ich glaube, ich nenne das Ding einfach mal Darky. Der gute Flo wird auch mal benannt hier. Ist ja auch ein kleines dunkles Ungeheuer hier. So, ich glaube aber, da müssen wir schon die 4 benutzen. So, Darky. Gönn dir auf jeden Fall, gönn dir. Darky wurde ins Team aufgenommen, perfekt. Dann gucken wir direkt mal rein. Der hat, glaube ich, bis am Start. Ne? Das ist doch schon mal für den Anfang ganz okay. So. Genau. Kratzer, Heuler, Biss. Heißt, wir haben was gegen Psycho-Pokémon und so was all. Wir haben was gegen Feuer-Pokémon mit Misty hier. Passt ja, Wasser-Pokémon Misty, das passt ja schon. Mit Aquaknarre sogar perfekt, mit Superschall auch noch. Wir haben was gegen Wasser-Pokémon mit Dario halt, mit Pflanzenattacken. Dann haben wir was gegen Pflanzen-Pokémon mit Flugattacken. Also es geht auf jeden Fall schon mal ganz klar. Wir haben auf jeden Fall schon mal ausgewogen was am Start. Und ey, Magnetilus, das ist aber auch gerne angenommen. Magnetilus ist auch ein cooles Pokémon für den Start schon mal. Hätte ich auch dankend angenommen, Leute. Aber naja, es kommt so, wie es kommen musste. Leider kein Zoroa. Ohne Spaß, Leute, das wäre so cool gewesen, hätten wir ein Zoroark bekommen. Ich hätte das mega abgefeiert. Weil ein Zoroark ist natürlich schon was Geiles. Muss man halt sagen. Ein Zoroark ist halt schon was ziemlich Geiles. Mach dich bereit für Giftwolke! Was? Er redet von Slimer. Okay. Ist das jetzt der Trainer mit Alola Slimer? Ja, wäre das ziemlich kacke, dass wir Dingspawner haben hier. Unser Bautz. Aber okay, wir können auch mit Stapel angreifen. Solange er nicht so viel Damage macht, ist alles okay. Schnabel sollte auf jeden Fall aber... Ich glaube, das war eh mehr Damage als Bloodwerk allgemein, deswegen... Okay, das sollte ein Free-Hit sein. Vergiftung ist am Start. Wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht sterben, ja, weil das Ding kann uns schon ausnehmen, ja. Es ist ein fucking Gift-Pokémon, wir müssen aufpassen. Okay, aber ein Free-Hit sollte es sein. Ja, das sollte es werden. Das sollte es werden, komm. Schnabel rein, Dario. Er überlebt. Was? Nein. Okay, wir sollten aber schneller sein. Wir treffen ja eh. Und die Vergiftung sollte uns nicht ausnehmen. Aber es wird gute Erfahrungspunkte geben, glaube ich. Für all unsere Pokémon. 68 Erfahrungspunkte. Erstmal Level 11 für Dario absneaken hier. Ich weiß gar nicht, wann sich Dario überhaupt entwickelt. Und er lernt Erstauner. Ja, brauchen wir nicht. So. Und wir haben Alex besiegt. Haben wir Gegengift? Ich hoffe, wir haben Gegengift am Start. Wenn nicht, wäre das echt schade. Weil Gegengift wäre jetzt echt perfekt für uns. Ja, haben wir. Perfekt. Einsetzen auf Dario. Soll ich den Trank nehmen, auch auf Dario draufhauen. Und dann geht's hier direkt weiter. Denn innerhalb der Schule ist auch noch ein weiterer Trainer. Und danach dürfen wir dann gegen den Typen da unten auf dem Tennisplatz kämpfen. So, oder... Waren das die 4 Trainer, die wir da drin, also 2 Trainer, die wir da drin noch haben? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Kämpfst du? Oh, Flinkklaue. Oh, Flinkklaue, nice. Ist ein Erstschlag-Item. Heißt, wenn wir das unser Pokémon geben, dann ja, hätte er eine höhere Erstschlagquote. Ja, gehen wir mal Bautz, ne? Und hier rechts müsste doch der Trainer gegen uns... Hier ist kein Trainer. Möchtest du gegen uns kämpfen?
Nee. Gut, dann müsste hier anders wohl ein Pokémon-Trainer sein. Wahrscheinlich hier drin, oder? Ah, guck mal hier rechts, guck mal. Der möchte bestimmt kämpfen, oder? Nicht? Okay. Der hier? Der möchte kämpfen. Der hat ein Ausrufezeichen über seinen Kopf. Der möchte auf jeden Fall kämpfen. So, Randa! An, wie heißt du, kleine? An die Aurelia. Hört sich auch sehr komisch an. Aber okay, mit ihrem Saftkorn ist sie am Start. Ah, da sollte Schnabel auf jeden Fall ausreichen. Metapod, Metapod. Hat hier nicht so viel zu melden, würde ich sagen. So, erstmal schön Schnabel reinhauen. Was denn, wie viel Damage du bekommst? Puh, kein One-Hit, okay. Schade, ich dachte, es wird ein One-Hit werden. Aber, ja, kann man nichts gegen machen. So, oh. Bleib mir hier weg, mein Freund. Kriegst du den nächsten Schnabel rein. Die Mucke wurde ein bisschen abgeändert. Vor allem die Mucke gegen wilde Pokémon wurde abgeändert. Und Mystic hat eben Flügelschlag geändert. Finde ich geil. Schade, dass... ja, okay. Ich glaube, unser Boss erlernt keinen Flügelschlag, oder? Das hat ja keine richtigen Flügel. Das hat ja nur so... obwohl, hat das Flügel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch gegen den einen Trainer kämpfen hier. Den... guten Typen da, der auf dem Tennisplatz oder Badmintonplatz oder was auch immer das da ist, steht. Ne, es ist ein Pokémon-Kampfplatz. Gegen den müssen wir noch kämpfen. Dann haben wir alle Schüler besiegt, dann kommt nur noch die Lehrerin dran. Puh. Ich bin gespannt, Leute. Der gute Boy hatte was am Start. Er hat ein... Er ist übrigens Trainer auf dem Ruben. Finde ich auch sehr lustig. Ein Rettern hat er am Start, okay. Rettern auch ein Gift-Pokémon. Könnte auch ein bisschen gefährlich werden. Das wird uns wahrscheinlich gleich direkt wieder vergiften. Puh. Deswegen mal gucken. Schnabel reinhauen. Da kommt direkt schon die Flinklau hier zum Einsatz. Krass. Ja, aber ich glaube, die hätten wir gar nicht gebraucht. Es ist nur ein fucking Retter. Okay, Biss setzt ein. Okay, Biss, ne, kann man flinchen, deswegen gefährlich, gefährlich. Aber wir sind eh schneller dran als er. 4 Hits brauchen wir da schon. Okay, gut. Okay, hier, so Giftbiss hat, ist alles okay. Pfui. Das wird also nicht gerade mal... Es geht noch voll klar. Wickel hat er jetzt noch am Start. Ja, bringt nicht so viel. Mit dem nächsten Hit sollte er auf jeden Fall sterben. Und dann kommt die Lehrerin drin. Und ich hoffe, dass die was Stärkeres am Start hat als der Boy hier. Weil bisher waren die Gegner nur eine Enttäuschung. Und down ist Rettern. So. Wie gesagt, Kampfdesign gefällt mir schon mehr als das von Sonne und Mond. Das war irgendwie so... Ich weiß nicht, das... Ging an einer Zeit echt so ein bisschen auf dem PS. Das sah nicht so cool aus. Das hier sieht ein bisschen smoother, ein bisschen cooler aus. Und ein bisschen moderner, sage ich mal. So, wir kriegen eine TM von ihm und ich glaube, das ist Raub oder irgendwie sowas. Ne, Kraftschub. Warum Raub? Warum komme ich gerade auf Raub? Ich glaube, das ist eine TM, die wir von irgendeinem Teammitglied von Team Aqua, Team Magma oder Team Rocket mal bekommen haben in irgendeinem Spiel. Müsste, glaube ich. Aber naja. Boah, Entschuldigung gerade. Ich musste gerade einfach niesen. So, die Lehrerin hat uns gerade reingerufen. So. Und wir wollen natürlich direkt reinkommen, um dort unseren Kampf gegen diese Lehrerin, ja, zu tätigen. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt, weil wir haben jetzt 3 Pokémon am Start. Ein Unlicht, ein Wasserflug und ein Pflanzeflug. Alles, was sie am Start haben könnte, sollte eigentlich doch, ich weiß nicht, also wir haben eigentlich gute Chancen, irgendwas auszukontern von ihr. Aber gut, was hast du denn zu sagen, Lehrerin? Sirdo, du hast alle meine Schüler besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gegen dich antreten. Was sagst du? Bist du bereit? Ja, klar bin ich bereit. Okay. Sehr gut. Professor Gokui hat mir übrigens schon viel von dir erzählt. Du glaubst, wenn ich mir einen einen Typenvorteil gegen deinen Boss erschaffe, was? Hat sie Feuer-Pokémon oder was? Weil dann würde ich mal direkt auf unser Winker switchen, ne? Ja, sie hat nur ein Pokémon und es ist ein... Flammiau, okay. Ja, da bleibt uns eigentlich ja nichts anderes übrig, als zu switchen, ne? Auf Misty. Ah, dreckig, ey. Dreckig. Kommt die mir hier mit einem Feuer-Pokémon an? So, Glut. Okay, wie viel Damage machst du? 6 Damage. Das ist viel eigentlich schon, ne? Das ist sehr viel. Und Kratzer. Macht 7 Damage. Und wie viel machen wir mit unserer Aquaknarre? Stab und Effektivität? Nicht gerade 4. Och, Mann, ey.
Das ist ja echt ekelhaft. Kratzer. Solange die hier kein Crit macht, ist aber alles okay. Müssen wir jetzt auch gleich wieder auffallen. Auch sehr problematisch. Wir sind halt nicht schneller als Flamia, ist das Problem. So, Trank natürlich direkt usen, weil wir wollen ja nicht, dass unsere Misty jetzt noch stirbt. Wäre ja sehr schade. Groot wieder, okay. Ich glaube, er will uns verbrennen, aber das kriegt er nicht hin, der gute... Ich wollte schon der gute Boy sein, die gute Lehrerin natürlich. Das kriegt sie hier nicht hin. Oh, sie kriegt's doch hin. Aber jetzt sehe ich ja, sie ist tot, oder? Sie sollte sterben. Nice, Flamia ist down. Pfui. Das wäre jetzt nochmal ein bisschen ärgerlich geworden. Aber okay, wir haben es geschafft mit Misty. Es war doch gut, dass wir Misty gefangen haben. War doch gar nicht mal so schlecht. Und 118 Erfahrungspunkte für Dario noch. Alter, guter Stoff. Guter Stoff, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben die Lehrerin besiegt. Vielleicht wäre es besser, wenn du für mich als Lehrer einspringen würdest. Spaß beiseite. Das hier ist für dich, weil du gegen mich gewonnen hast. Okay, was kriegen wir? Superball. 5-mal, okay. Ja, das ist jetzt nicht gerade so interessant. Aber hey, Kukui und Ilima sind da. Geil, was geht? Ich bin Captain Ilima. Oh Gott, ey. Ilima ist halt auch so ein Boy, ne? Ja, ich glaube, der war der einzige in Sonne und Mond, gegen den wir fighten konnten von den Tri-Captains. Aber auch mit einer der uninteressanteren, finde ich jetzt. Und der einzige Tri-Captain halt von dieser Insel. Ich weiß gar nicht, warum diese Insel nur einen Tri-Captain hat. Ich meine, so geht die Insel natürlich ein bisschen schneller rum. Es ist ja auch nur eine Tutorial-Insel so gesehen. Aber trotzdem einfach nicht so, naja, das Wahre, finde ich. Aber gut, wir schauen mal, was hier noch alles passieren wird auf der Insel. Vielleicht kommt was Neues dazu, kann ja sein. Ne? Wer weiß, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir heute noch so erleben werden, denn ich glaube, wir sollten bis zum Team Rocket Arc kommen, Team Rocket sei schon Team Skull Arc kommen, wo die gegen Ilima kämpfen wollen, ne? Das sollte eigentlich doch, ja, im Rahmen des Möglichen sollte es sein. So, Lily wird uns natürlich noch gleich zum Tauros gehen, weil das steht ja noch im Weg rum. Muss ja geklärt werden, ne? Und dann sagt er natürlich sowas wie, geil, ne? Trainerschule, du hast es geschafft, du bist voll stark und so, ne? Ich bin voll, boah, ich find dich voll krass, so. Aber wir denken uns natürlich so, ja, komm, das Girl, das labert nur hier, die will uns noch schmeicheln, ne? Aufgepasst. Wir wollen natürlich hier nicht zu viel Emotionen und zu viel, ja, bei ihr erregen. So, was möchtest du tun? Okay, wir können mit Tauros reden. Mähne berühren am Schweif ziehen, komm. Das fuckt ihn, glaube ich, ein bisschen ab, okay. Wir machen vielleicht noch was anderes. Wir streichen ihm erstmal am Kopf. Oh, gefällt ihm das? Das gefällt ihm wohl. Ah, es freut sich, wenn man Pumpe fliegt, bessert sich ihre Laune. Cooler Stoff, ey. Das ist jetzt auf jeden Fall die neue Funktion des Tages bei Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Krasser Stoff auf jeden Fall. Krass, ey. Sowas Cooles, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Man kann das mit Pokémon interagieren und sich streicheln. Das ist halt echt ziemlich langweilig an sich. Und kein krasses neues Feature, muss man sagen. So, Tali haut es auf jeden Fall erstmal ab. Und Nelly sollte auf jeden Fall direkt mitkommen und uns auch nicht weiterhin auf den Piss gehen. Weil, ja, also ich finde, bei Sonne und Mond hat man schon gesehen, dass die beiden einen ziemlich auf den Piss gehen können. Weil die halt ziemlich viel Text übernehmen im ganzen Spiel. Das gleiche halt auch wiederum hier halt, ja, was ziemlich scheiße ist und schade ist. Weil ich dachte eigentlich, dass das Spiel bisschen cooler wird, was die Texte angeht, dass sie nicht so viel mit uns die ganze Zeit rumlaufen, aber jetzt am Anfang, na, ist es vielleicht noch halbwegs erträglich, aber wenn es später besser wird, würde ich mich sehr freuen. Okay, nackte Damen am Strand, hier rumgammeln. Ah, das Meer, einfach nur herrlich. Ja, wundervoll, wundervoll, mein Freund. Was geht? Du bist dann ganz weit her, Alola. Ach Gott, okay, die möchte uns jetzt zeigen, wie man den Alola groß macht, ne? Weil man wischt mit den beiden Händen rum. Wow, cool. Darf ich jetzt gehen? Dankeschön. Eine Sache, die mich immer sehr gestört hat an Sonne und Mond, ist das Tutorial, was jetzt kommt. Ein echt langweiliges Tutorial. Erstmal gehen wir nämlich mit Tali in dieses Geschäft da vorne rein, was halt einfach unseren Rotom-Dex updaten wird. Ja, ich nehme das immer so ein bisschen voraus, weil ich ein bisschen darüber reden möchte, was da passiert. Da wird unser Rotom-Dex geupdatet in diesem Geschäft. Was an sich vielleicht, ja, es ist ganz okay, es ist cool, ja. Aber was bringt uns das in dem Sinne? Wir haben jetzt einen Pokémon-Sucher bekommen. Der Pokémon-Sucher ist an sich eigentlich ganz unnötig. Wo braucht man den? Tendenziell, ne? Außer jetzt gleich bei dem Tutorial von dem einen Typen da gleich, der uns halt sagt, dass wir den Pokémon-Sucher benutzen sollen. Sonst brauchen wir das Teil eigentlich gar nicht.
So, das ist der Pokémon Sword, also im Großen und Ganzen. Ja. Wie schon gesagt, gleich ging das Tutorial ab von so einem komischen Typ, den wir noch nie in unserem Leben gesehen haben, ja. Das muss auch mal gesagt werden. Irgendwelche komischen Leute wollen uns auf einmal erklären, was wir machen müssen, ohne dass wir sie irgendwie jemals irgendwie kennengelernt haben. Sehr skurril auf jeden Fall. Wie gesagt, bisher labern sie nicht viel Neues zu dem, was sie eigentlich machen, also was sie eigentlich in so einem Mond gelabert haben. Lili geht jetzt zu einer Boutique und Tali geht allgemein weiter. Und da ist der wunderbare Mensch mit dem coolsten Tutorial, das es im ganzen Pokémon-Spiel gibt. Das Pokémon-Sucher-Tutorial, meine lieben Freunde. Geil. Freut mich auf jeden Fall. Eines der coolsten Tutorial, wenn nicht sogar das geilste, ja? So, kann ich bitte hier jetzt, ich muss R drücken hier, genau, ich muss R drücken. Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Geil, und wir können jetzt hier ein cooles Bild machen von Pikachu, ne? Komm, machen wir direkt hier ein Bild und, naja, da war ein bisschen was anzusehen, bla bla. Perfekt, wir haben ein Bild gemacht und das war's dann für das Tutorial. Es ist so unrelevant, ja? Wofür brauchen wir das? Außer vielleicht dann auch für die eine Inselprüfung, also Inselwanderschaftsprüfung, mit Mimikyu in Sonnenmond. Ja, da brauchen wir es noch. Aber sonst ist es sowas von unnötig. Übrigens werde ich meinen Style wieder offscreen ändern und euch das dann immer im nächsten Part zeigen. Ich versuche es immer so ein bisschen, mal jede Aufnahmesession ein bisschen zu ändern, das Design vom Trainer. Also in den verschiedenen Boutiquen mal nachzuschauen, was es so dann immer Neues gibt. Und mal auch mal neue Linsen ausprobieren. Einfach mal alles so ein bisschen umwandeln und mal von Aufnahmesession zu Aufnahmesession den Charakter wechseln. In dieser Aufnahmesession werde ich den Standard-Charakter noch behalten. Aber ab der nächsten wird es dann halt mit einem neuen Charakter wahrscheinlich weitergehen. Und ey, was geht? Das ist ein komischer Sticker und Elima. Boy, was los? Na, ich bin's wieder, Captain Elima. Wie du siehst, bringe ich hier gerade einen wunderschönen Sticker an. Ja, ein Sticker. Du hast richtig gehört. Trainer, die ein Inselwanderschaftsabzeichen haben, können diese Sticker auf ihrer Reise abziehen und sammeln. So kommen sie nicht vom Weg ab. Man könnte also sagen, dass sie ihnen bei der Inselwanderschaft helfen. Also wird die Inselwanderschaft so gesehen noch einfacher gemacht, als sie schon ist. Doch ich muss auf der Hut sein. Einige tun nicht gute, die sich Team Sky nennen und öffentlich zu viel Freizeit haben, machen nämlich Trainer auf Inselwanderschaft das Leben schwer, indem sie die Sticker mitgehen lassen. Naja, wo wir schon bei dem Thema sind, Team Sky sorgt offenbar gerade hier in der Gegend für Unruhe. Ich sollte wohl besser mal nachsehen. Also bis dann, ciao. Und hau rein. Ja, das Geile ist halt, wir können die Sticker einfach wieder mitnehmen und sind eigentlich genauso geil wie Team Sky und klauen es einfach. Interessant. Später kann man für diese Sticker halt, ja, das ist relativ cool, von dem Alola-Professor Eich kriegt man für zum Beispiel 20 Sticker Alola Radikal als Totem-Pokémon, ja, in dieser riesigen Form des Totem-Pokémon. Wenn man genug Sticker hat, dann kriegt man die. Interessant auf jeden Fall. Vielleicht werden wir genug sammeln, um direkt mal hier dann für 20 Sticker das Ding abzusagen. Ich werde hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schutz einsammeln. 10-mal. Dann noch ein paar Tränke und ein paar Pokebälle. So. Tränke und natürlich auch Pokebälle. Wir haben in der Stadt noch nichts gefangen hier, deswegen würde ich sagen, machen wir das direkt mal, weil hier dürfen wir auch wiederum ein Pokémon fangen. Erstmal heilen wir aber noch unsere Pokémon schnell. So. Wie gesagt, diese Sticker sind ein kleines neues Gimmick, was angebracht wurde im Spiel. Ist halt so gesehen die Veränderung, also das neue Pendant zu den, ich wollte schon die Großmarzellen sagen, zu den Zygarde-Zellen. Das war ja vorher das, was man hier sammeln musste. Jetzt sind es halt die Totem-Sticker. Ja, aber egal. Ich werde erstmal hier nicht mehr weiter drauf eingehen. Wir werden darauf eingehen, wenn wir bei Alola euch sind. Und wir kriegen ein... Oh, Pantimini. Ein Psycho-Pokémon. Gar nicht mal so scheiße, ne? Gar nicht mal so scheiße. Das können wir auf jeden Fall gerne mitnehmen. Was setze ich denn dagegen ein? Gar nichts. Ich glaube, ich fange das einfach direkt. Wir haben ja auch hier Superbälle am Start. Deswegen ran da mit den Superbällen. Das ist das dritte Pokémon, was wir heute in diesem Part fangen. Das ist schon mal ziemlich gut. Eins. Ah! Die Dinger wollen einfach nicht drin bleiben. Die Dinger wollen nicht drin bleiben. Funzit sein. Ich will aber ungern schwächen, weil ich Angst habe, Pantimimi zu killen. Bis es irgendwie mal meinen Angriff oder schwächt oder seine Verteidigung erhöht, will ich das echt ungern angreifen. Eins. Zwei. Drei. Nice, es ist drin. Okay, weil ich einfallslos bin und schon einen Darky im Team habe, würde ich das Ding gerne Psycho nennen. Oder Mimi. Ich nenne es Mimi. Ich nenne es echt Mimi. Mogelhieb, okay, perfekt. Ist auch schon mal ganz nice. Wir nennen das Ding Mimi wegen Pantimimi. So eine Verniedlichung davon. So, wie gesagt, irgendwann später, ab Folge 5, 6 wahrscheinlich, dürft ihr auch Pokémon werden, Leute. Also da schreibt fleißig in die Kommentare rein. Oh, das ist sogar Fee geworden. Das ist ja geil. Wir haben ein Feen-Pokémon auch noch dazu. Wie geil.
Wie gesagt, ihr dürft dann fleißig Kommentare schreiben, dann könnt ihr auch gerne ein Pokémon werden. Wie gesagt, Geschlecht, Typen und die Namen, die das Pokémon haben soll, gerne reinschreiben. So, Pokémon sammeln wir natürlich mit ein. Ist ein Beleber drin. Nice auf jeden Fall. Wir gucken mal direkt, was Pantimi so alles mit am Start hat. Ich glaube noch nichts Krasses. Oh doch, es hat Konfusion am Start. Das ist ja mal geil. Direkt mal eine schöne Psychoattacke mit am Start. Das ist geil. Also mit dem Pokémon bin ich echt zufrieden. Das ist schon mal ziemlich gut. Psycho-Pokémon kann man immer mal gebrauchen. Wir kriegen auch im späteren Verlauf die TM Psychokinese, die ziemlich stark ist. Und ja, war eigentlich vorher hier dieses... Was ist das denn? Das ist, glaube ich, neu, oder? Ist das neu? Freunde von Lima sind hier immer willkommen. Fühl dich wie zu... Oh, das ist sein Haus oder was? Oh, das ist wohl Limas Wohnung. Gab es die schon in Sonne und Mond? Ich glaube, die gab es da noch nicht, oder? Vielleicht ist hier irgendwo auch ein Sticker drin versteckt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Oh, das ist, glaube ich, Limas Bude, oder? Krass, hat ja auch voll den krassen PC am Start. Was ist das denn hier? Du kannst dein Spiegelbild in den Trophäen sehen. Sie werden offenbar regelmäßig poliert. Boah, hier sind voll viele TMs drin und Tränke und... Aha! Ich hatte recht! Aha, ein Herrscherstücker. Geil. Das ist was? Das sind Früchte und sowas. Und hier können wir uns reinlegen zum Pennen oder was? Der Bezug ist angenehm, okay. Cool, also im Zimmer war echt noch ein Herrscherstücker. Krass. Ich glaube, das gab es in Sonne und Mond nicht. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern, dass es das in Sonne und Mond gab. Coole Sache auf jeden Fall. Freut mich, dass wir sowas hier haben. Oh, da habe ich auch direkt was gesehen. Auch ein weiterer Herrscherstücker. Die Dinger sammle ich hier gerne mit ein. Und da ist der... Da kommen wir noch nicht hin, ne? Du siehst einen glitzernden Sticker mit einer Angel, ließe er sich möglicherweise entfernen. Okay. Wo soll ich eine Angel herbekommen? Wo soll ich eine verdammte Angel herbekommen? Ich glaube, hier bekomme ich nirgendwo eine her, oder? Schade, also werde ich mir merken, hier möchte ich auf jeden Fall gerne nochmal hinkommen. Gut, also des Weiteren gibt es hier jetzt noch was anderes Neues, nämlich den... Oh, da ist ein weiterer Sticker, aber da kommen wir so nicht dran, oder? Da müssen wir einmal außen rumlaufen. Ich glaube, da können wir noch nicht her, oder? Doch, da können wir her. Nice. Des Weiteren gibt es hier natürlich auch den Fotoclub. Da kommen wir aber erst später zu. Der ist hier nämlich ganz rechts sofort. Aber erstmal müssen wir natürlich zu Elima, weil der hat ja was mit Team Rocket hier am Stecken. Und da müssen wir natürlich helfen. Jo, Solo, das ist der Laden, den ich dir zeige. Oh, ah! Tali möchte ja natürlich noch seine coolen Malasa, das heißen sie, glaube ich, vorstellen. Die zeigt er uns ja auch in Sonne und Mond. Interessant auf jeden Fall. Habe ich nie irgendwie benutzt. Und, oh! Team Skull ist am Start. Diesmal nicht unten am Ufer, sondern hier oben bei den Malasada-Laden. Interessant. Und die wollen jetzt gegen uns kämpfen, oder wie? Also nicht in einem Doppelkampf. Wahrscheinlich wieder einer gegen einen. Aber ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir fighten mal direkt hier. Komm. Ah, fuck. Ich will gegen den kämpfen, ne? Wir müssen auch gegen den kämpfen. Wir können gar nicht gegen den anderen kämpfen. Let's go! Wir kämpfen jetzt gegen Team Skull. Unser erster Fight gegen Team Skull. Ich bin gespannt, was die für Pokémon am Start haben. Wir haben jetzt ein Psycho-Fee-Pokémon. Wir haben ein Unlicht-Pokémon. Wir haben ein Pflanze-Flug-Pokémon. Wir haben ein Wasser-Flug-Pokémon. Wir sollten eigentlich gut gedeckt sein gegen die Teams von Team Skull. Zubat. Ja, gut. Es gab ja auch die Vermutung, dass es ein Alola-Zubat geben würde, weil es gab ein Lösungsbuch zu Pokémon Sonne und Mond mit dem Pokédex drauf. Und da wurde Alola, also ein Zubat angezeigt, was irgendwie vom Typen Unlicht sein sollte. Und da haben die Leute jetzt gedacht, oh, es könnte Alola-Zubat sein, aber wie ihr sehen könnt, ist es nicht der Fall. Ich werde jetzt aber einfach mal auswitchen auf Mimi. Ich möchte gerne eine Konfusion einsetzen gegen ihn. Ich hoffe, er hat keine Giftattacke am Start. Das wäre nämlich sehr ärgerlich, wenn er eine Erstaunung hat. Okay, es wird aber trotzdem Damage machen, oder? Okay, es geht. Aber die Konfusion sollte schon gut sitzen, oder? Erstaunung setzt er nochmal ein. Okay, er macht auf jeden Fall einen guten Damage an sich. Aber unsere Konfusion haut auch richtig gut rein. Wir sollten trotzdem mal eben kurz heilen. Bevor unser Mimi abkackt, wollen wir ja nicht. Aber natürlich sind die Aufmerksamkeit auch ziemlich wichtig für Mimi, deswegen da müsst ihr direkt reingeballert werden hier. Ich will mit Mimi guten Stoff leisten. Und ja, da müssen wir auch mal direkt gegen Team Sky kämpfen mit ihm. Ich meine, Konfusion ist natürlich eine gute Psycho-Cyber-Attacke für den Anfang schon mal. Ich meine, wir sind jetzt zurückgeschreckt, ist das dein Ernst? Scheiß drauf, er hat bis jetzt nur immer 6 KP abgezogen oder 5. Ich glaube, wir überleben den Hit jetzt trotzdem. Nein, ist das dein Ernst? Schon wieder? Das zweite Mal schrecken wir schon zurück. Wir asozial. Asozial einfach, ja? Das ist unglaublich.
Er setzt schon wieder Erstaunen ein. Ey, das gibt es nicht. Stirb doch endlich, du Drecksvieh hier. Wenn wir jetzt nochmal zurückstecken, ja? Es gibt's nicht! Das gibt's doch gar nicht! Danke! Boah, wir überleben nur mit 1 KP, es ist sauknapp. Und wir sind fast die ganze Zeit nur zurückgeschreckt. Alter! Puh, das hätte für Mimi schon sein können. Ach du Kacke. 1 KP. 1 verdammten KP. Puh, ich krieg grad Herzrasen, ey. Das Pokémon ist so geil. Und wir hätten es fast verloren. Kann auch wieder mal nur mir passieren, ey. Das ist ärgerlich. Aber gut, wir haben die beiden jetzt aus der Stadt entfernt. Das ist auch auf jeden Fall schon mal was wert. Und jetzt sollte auch Elima ankommen, der Boy. Und uns seinen Kampf herausfordern, oder? Ja, natürlich. Komm, ne? Und du kriegst auch direkt noch deinen Kampf, ne? Erstmal heizt aber unsere Pokémon. Das finde ich gut. Weil wir sind ein bisschen angeschlagen vom Kampf, mein Freund. Aber wir wollen dich zerstören, ja? Wir wollen dich zerstören, mein Freund. Wir haben gerade Team Sky zerstört. Und jetzt bist du dran, ja? Da präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Elima. Captain Elima hat aber keine krassen Pokémon. Komm, Fabi hat deinem Stahl und ich glaube, das war's auch, ne? Oder? Er hat eine Hyperbeine, Hand, lol. Und er hat 2 Pokémon. Okay, was hat er denn noch? Hat er einen Zubat oder sowas? Magunio hat er, okay. Mit einem Ultraball gefangen. Also mit einem Hyperball. Okay. Ja, wir gehen einfach weiterhin für Blattwerk und für Schnabel einfach. Okay, Silberblick. Das ist nicht so gut. Das ist not so good. Okay. Bam. Okay, das macht nicht so viel Damage. Hauen wir mit Schnabel mal rein. Und wir haben die Flinkklaue direkt hier. Perfekt. Ich glaube, physischer Damage macht hier mehr, oder? Na, das ist kein Unterschied eigentlich. Er hat aber auch ganz gut rein mit seinem Mangunio. Das ist nicht geil. Tackle. Oh, damn. Oh, damn. Komm, gib ihm. Okay, er überlebt auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Vielleicht nochmal die Flinkklaue usen. Oh, auf Kommando. Er haut die auf Kommando raus. Und es ist down. Perfekt. Farbigel kommt als nächstes und ich glaube, er hatte Glut auf Farbigel drauf oder sowas. Da müssen wir aufpassen. Ich würde einfach mal für Misty gehen und mal gucken, was wir da machen können. Alpha-Knarre und Flügelschlag sollten auf jeden Fall guten Damage reinhauen. Ich würde einfach mal für Flügelschlag gehen. Level 11 ist es okay. Wir gucken mal. Erstmal Superschall, würde ich sagen. Tackle, wie viel Damage macht das? Das wird auf jeden Fall gut reinhauen, weil es halt... Ja, ja, okay, es haut gut rein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Lass mal auf Dario gehen. Lass mal auf Dario gehen. Vielleicht ist die Verwirrung jetzt schon drin und er wird direkt sich selber treffen. Hyper, Hyperheiler, ist es dein Ernst? Komm, wir gehen für einen Biss einfach mal. Wie viel hältst du aus? Alter! Das macht ziemlich guten Damage. Könnte ich einfach so auf Dario gehen, ist das Problem. Ach du Kacke. Wird Mimi viel aushalten, ist die Frage. Hältst du den Tackle aus? Alter, nur sehr knapp. Nur sehr knapp. Dario ist, glaube ich, der Einzige hier, der den Tackle standhalten könnte. Fuck! Das ist jetzt ziemlich kacke. Alter, da hat ein Volltreffer gelandet. Du Huren, ey. Das gibt's doch nicht. Landet hier direkt ein Volltreffer. Oh mein Gott, ey. Was wird jetzt? Er setzt gut. Ich hab's herausgesagt. Er hat gut. Okay, das macht ziemlich viel Damage. Das macht viel zu viel Damage. Wir müssen aufpassen, dass er nicht zu viel reinhaut, ja? Wir rechnen kurz nach. Er macht wie viel Damage mit Glut? Wir haben 27 KP. Er macht 16 Damage. Das heißt, wenn wir jetzt einmal Trank einsetzen, können wir gleich einmal auf jeden Fall Blattwerk einsetzen. Oh, fuck. Ich will nochmal Trank einsetzen. Ich habe keinen Bock, dass er uns gleich raushaut mit einem, mit einem Crit oder sowas. Das wäre richtig kacke. Okay. Blattwerk. Komm, es ist eine Step-Attacke. Er ist halt immer noch schneller als wir, ist das Problem. Oh, eine Verbrennung!
Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall jemanden hier opfern. Wir müssen auf jeden Fall jemanden hier opfern, sonst geht das nicht. Wir müssen vielleicht sogar zwei Pokémon opfern, wenn es so weitergeht. Okay, ich hab einen Plan. Oh ne, ich hätte für Wingard gehen müssen. Scheiße. Aber es ist kein Step, das könnte vielleicht über... Ne, überlebt nicht, schade. Ich hätte für Wingard gehen müssen. Ne, ich muss Mimi reinhauen. Ich muss Wingard voll drin lassen. Oh Mann, Alter, das ist gerade ziemlich kacke für uns. Ich habe 10 Tränke. Wir müssen jetzt Wingard aufheilen. Mit Superschall direkt treffen. Sonst sind wir am Arsch. Superschall, let's go. Superschall trifft, perfekt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Trank auf Misty. Jetzt muss das Ding sich die ganze Zeit nur selber treffen, komm. Weil dann haben wir erstmal einen Turn free. Bitte, triff dich selber. Mann! Oh, warum haben wir so viel Pech? Warum haben wir nur so viel Pech, wenn ich das Ding selber treffen werde? Das wäre so gut. Bitte! Nein! Das gibt's nicht! Treff dich doch selber! Bitte! Nur einen Turn mindestens erstmal! Dann können wir nämlich reinhauen mit irgendeiner Attacke. Das ist schon mal was Gutes. Bitte! Es gibt's doch nicht! Er ist nicht mehr verwirrt. Ja, also der Superschall muss jetzt wieder sitzen. Er wehrt die Attacke ab, ich glaube es nicht. Wir haben nur noch 5 Tränke. Okay. Der nächste Superschall muss sitzen, dann sind wir am Arsch. Wir sind einfach am Arsch. Na, wir sind am Arsch. Wir sind ziemlich am Arsch. Wir sind so sehr am Arsch, es geht gar nicht mehr anders. Wir werden verlieren. Superschall. Überlebt das bitte. Überlebt das. Wir machen den Superschall. Bitte. Sei einmal ein korrektes Pokémon. Wir haben noch 2 Tränke. Misty ist unsere letzte Hoffnung hier. Bitte. Mann! Ich flippe hier aus! Das gibt's doch nicht! Triff dich doch, verdammte Scheiße! Es ist nicht mehr verwirrt, ich glaub's nicht! Wir sind tot, wir können nichts machen! Wir können nichts machen! Das ist doch so eine Verarsche! Das kann doch nicht wahr sein! Somit haben wir verloren. Super. Im nächsten Part werdet ihr
ein gespeedetes Gameplay sehen, bis hierhin. Wo ich jeden Scheiß hier nochmal neu machen muss, bis hierhin. Ja? Von Anfang an. Und die Nassau geht dann hier weiter. Es ist so schrecklich, ja? Wir haben so gesehen einen Neuanfang jetzt dadurch. Und ich werde auch einen anderen Starter, glaube ich, nehmen zum Anfang dann wieder. Danke fürs Zusehen. Wir wurden gerade auseinandergefickt. Bis zum nächsten Part, wo es dann ab hier wieder weitergeht. Aber wahrscheinlich dann mit anderen Pokémon. Ihr werdet das ja dann gespeedet sehen. Bis dann und schau heute rein. Euer Sodo. Ich bin gerade ziemlich abgefuckt.